Und herzlich willkommen zur nächsten Folge von den Super von Helsing Brothers mit dem sich wie wild im Kreis drehenden Shadowrunner. Jawohl. Und natürlich auch wieder mit Bacon Orange. Wir sind immer noch im Industriehafen, wir suchen immer noch den Erfinder der Energiebarrieren. Wir haben eben schnell einmal ganz kurz verkauft, weil wir gar keinen Platz mehr im Inventar hatten. Und ja, ich denke, es geht hier einfach weiter. Da vorne, oh, da wartet spannender Kampf auf uns. Drei automatische Kanonen und Elektro-Werwolf-Veteranen, aber Die müssen wir, glaube ich, machen, weil wenn wir recht einfach die ja. Schräge hochgehen, wird das wahrscheinlich eh den Angriff auslösen. Das vermute ich auch, da gebe ich ja vollkommen recht. Und ein paar Kraftprotze kommen auch noch hinterher. Da profitieren wir aber, oh, wenn sie mich nicht ranziehen würden. Wollte ich sagen, profitieren wir von dem Geschwindigkeitsunterschied. Ja, aber so, also die Werwölfe sind so gut wie beseitigt, wenn ich das richtig sehe. Ja, der letzte wehrt sich noch ein wenig. Weiß aber, worauf ich mich schon wieder total freue. Nee, erzähl's. Auf Igors. Auf Igos, ja, aber die sehen wir vermutlich erst wieder, wenn wir in die Altstadt gehen. Also ich würde auch noch kurz die Kanonen wegmachen. Wir können uns ja einfach. Ach, die schießen sowieso in die andere Richtung. Ja, ich war auch gerade darauf eingestellt, mich umzudrehen oder hinter sie zu laufen. Na gut, dann kommt man hier an die Stelle wohl von beiden Seiten rein. Ja. Schön finde ich, dass sie trotzdem die ganze Zeit schießen. Ja, aber Noch leider. angenehmer wäre es, wenn sie die Werwölfe auch Genau. verletzen würden. Angenehmer wär das gewesen, aber. Ja, aber ist nur fair. Wir haben kein Friendly Fire, dann haben Ja. die das aber nicht. Ja, Friendly Fire bei uns, das wäre aber auch nicht gut. Ja, da würde ich dich mit jedem zweiten Schuss wegspringen. Ja, da sind noch. Wirbelwind-Ornithopter. Öfter mal was Neues. Oh. Da gibt's aber gerade ganz mächtig bösen Schaden. So, die haben wir aber auch so gut wie erledigt. Ja, hier ist noch einer. Wenn er mich jetzt umbringt, weil du wegrennst, dann hier sind noch zwei. Dann werde ich ganz böse. Hier kommen gerade auch immer noch welche nach. Gibt da so einen Ornithopter-Spawner vielleicht? Vielleicht porten die sich sozusagen einfach mal nach oben oder so, dass sie so hochfliegen und dann wieder runterkommen. Ich weiß es nicht. Jetzt haben wir hier unten aber, glaube ich, auch wirklich alles aufgeräumt. Ja, hier ist noch ein Kistchen. Alles mitnehmen. Ja, und dann ist es wahrscheinlich der Aufgang, den wir eben ausgelassen hatten, um unten erstmal das freizuräumen. Ja. Es ist ja, es ist immer so, es ist der letzte Weg, den man lang geht. Genau. Das. Ach, da vorne ist noch ein Angriffsornithopter. Da Ich oben sehe sind auf auf jeden jeden Fall Fall schon mal Kanonen. Wachkanone. Ja, und Gehen wir hinten essen. ist Angriffsornithoptermeister. Lass uns erstmal nach rechts abbiegen. Ja. Ich versuche hinter die Kanonen zu kommen. Ja, ich lasse Kanonen erstmal kurz so ein bisschen Kanonen sein. Eine schießt auf mich, obwohl. Eieiei. Mit ich lasse die Kanonen Kanonen sein, kommen wir auch nicht großartig weiter, aber ich versuche jetzt die einen Kanonen zum Teil zu ignorieren und vor allem erstmal halt auf die beweglicheren Gegner zu gehen, wie unser Angriffs-Ornithopter, Veteranen, die hier auch recht fleißig vertreten sind. Eine Kanone noch weghauen, aber ja, jetzt haben wir die Wahl zwischen rechtsrot und linksrot. Ich finde aber rechts Ich ist würde erstmal einfach. vielleicht nach oben rot gehen. Aus dem nach oben nicht rot, genau, die ich gerade einfach mal rangeholt habe. Einfach um, damit wir jetzt hier gleich etwas mehr Platz haben, weil ich vermute, wenn wir hier gleich kämpfen, ist es nicht verkehrt, zur Not ein bisschen Platz zum Wegrennen zu haben. Ich würde aber fast bei beiden als endgültigen Kiteweg die
Treppe runter wieder empfehlen, ja. Aber gerade hoch kam die Schräge, da haben wir dann kein Brat. Genau. Da würde ich. Problem, würd aber ich oh, sagen. Von links kommt, das war glaube ich meine Katharina. Das sind, aber wenn ich das richtig sehe, nur eine okay, es sind Werwölfe und Werwolf-Veteranen, also. Und Kraftprotze, die mich gerade zu sich rangezogen haben, weil sie mich so furchtbar gern haben. Ich würde aber wahrscheinlich vorschlagen, gleich doch zuerst die links zu machen, weil es ist einfach doch echt riskant, wenn man von rechts und zur Treppe läuft und dann hier runterlaufen würde, dass man da versehentlich noch mitzieht. Ich habe auch die ganze Zeit gerade schon Angst, dass da gleich... Ja. Würde ich die auch als nächstes, damit die nicht mehr so die ganze Zeit im Weg stehen, links das holen. Genau, das klingt nach einem guten Plan und wie gesagt, die Treppe ist dann unser Fluchtvektor. Eieiei, es war nicht gerade wenig Schaden, den ich da gerade bekommen habe. Ich lasse sie noch kurz hier oben bei meinem Flammenwerfer. Ja, ich habe jetzt einfach mal einen mit runtergenommen. Meine Katharina ist leider auch gerade gestorben. Ja, und ich habe Cooldown auf Heiltränke und Bubble, das ist eine wunderbare Sache. Also einer ist auf jeden Fall schon erledigt. Ja, auch die anderen gehen gut runter. Ja. Ja. Einfacher Kampf. Ja, total. Ja, wollen wir dann gleich rechts rübergehen und die nächste Gruppe uns schnappen? Natürlich, machen wir alles Rote weg. Elektro-Werwolf-Veteran. Oh, das sind, oh, Kanönchen. Ich guck mal, ob ich mich irre. Oh, und ich bin tot. Ja, ich auch. Ich respawn beim Kontrollpunkt. Ach, du auch? Gut. Ja. Lass uns die Werwolf-Veteran vielleicht noch außerhalb machen. Da war ja. So links und rechts Mauervorsprünge, hinter denen man sich verstecken kann vielleicht. Ja, aber die Kanonen, hallo, die waren ja gerade... Puh. Sind die Kanonen das Rot oder die Elektro-Werwolfmeister? Die Kanonen sind, glaube ich, die rot angezeigten Punkte, oder? Ja. Ja, gut, das... dann sollten wir wirklich die Elektro-Werwölfe einfach cool. Hier... Genau. Hier um die Ecke ziehen. Weil die Kanonen sind ja dann prinzipiell recht einfach. Oder waren das bewegliche Kanonen? Das habe ich jetzt gerade leider wirklich nicht... Soweit. Das habe ich nicht geschaut. Die Frage ist da natürlich auch noch vor allem, was ist dahinter? Ja. Sprich, können wir einfach komplett dran vorbeilaufen. Aber sollten wir versuchen, selbst wenn was dahinter steht, dann lassen wir die Kanonen erstmal in die falsche Richtung schießen. Ja, dann lass uns erstmal alles andere außer den Kanonen machen. Genau, so ein bisschen die Kraftprotze. Dann machen wir das jetzt mit der einfachen Taktik. Wir schießen einfach die Kanonen von hinten. Ja. Ja. Warum sollten wir... Das ist ein gewolltes Ausnutzen von Spielmechanik. Oh, mein Ansehen hat sich verbessert. Meins ebenso. Da gibt es mal wieder ein paar neue Sachen. Ah, Eisenmann ist, glaube ich, ganz nett. Eure Widerstände steigen, wenn eure Trefferpunkte sinken, wenn ihr an der Schwelle des Todes steht. Das ist sicherlich nicht verkehrt. Starker Kämpfer gibt es noch, aber das manchmal sind diese Namen auch ein bisschen, ja, irreführend. Zerstörerisch wäre für mehr kritischer Schaden. Aber ich glaube, der Eisenmann ist mehr... Aber Widerstände, ist das wieder, ist das normaler Schaden oder ist das nur so gegen... Ich glaube, das ist dieser Giftschaden, Elektroschaden oder was auch immer die Viecher dann gerade machen. Ja, ich habe mal zerstörerisch genommen. Mehr Schaden kann ich... Oh, diesmal sind das wieder bewegliche Kanonen, also da hilft das Vorbeilaufen dann nichts. Ja, aber zum Glück sind es keine roten. Dahinter sind dann allerdings auch wieder mindestens eine nicht bewegliche Kanone.
und es geht gleich von oben weiter. Das sind aber auch nicht bewegliche Kanonen. Oh, ganz gut hinstellen jetzt, nicht so weit nach rechts. Oh, die Tochter. Noch mehr Ornithopter. Ja, das ist ja manchmal immer noch. Aber zumindest gab es ein Level Up. Ja, ich sehe es gerade. Das heißt, nach dieser Gruppe, ja, sollten wir einmal kurz die Punkte verteilen. Also ich packe sie jetzt mal bei mir alle in den Körper rein. Das habe ich auch gerade überlegt. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Leben und Fertigkeiten. Kann ich immer noch den Lichtbogen? Ich gucke jetzt mal ein bisschen in meine Aura, ob es da noch irgendwas mit Verteidigung gibt. Aber das scheint gerade. Ja, verleiht eine Schadensreduktion gegen Fernkampfangriffe, ist nicht verkehrt. Da packe ich mal alles rein. Weil Kanonen und Spucker, das sind ja alles Fernkämpfer. Aber finde ich auch ganz okay, dass man sich jetzt endlich mal ein wenig Gedanken machen muss, was man da macht. Ja, das ist natürlich. Wir waren ja bisher so beim Skillen, ja, ich klick mal irgendwo. Und da ist noch Kanonen mit Beinen wieder. Aber die fallen zum Glück im Vergleich zu den stationären auch schneller auf. Genau. Und wie gesagt, solange wir die jetzt nicht unbedingt als rote Super-Hyper-Elite-Meister haben, ist das, denke ich mal, auch immer noch ganz gut schaffbar. Also wie es aussieht, sind wir jetzt wirklich auf dem richtigen Weg. Ich meine, sonst, es gibt ja auch sonst nicht mehr wirklich großartige Möglichkeiten, hier nach oben zu kommen. Das ist wahr. Aber wir mussten das unten ja auch eigentlich so weit aufräumen, weil... Oh, sind das... Das sieht fast aus wie Gift-Ornithopter. Waren die immer schon so grün? Ja, also da hatten wir schon immer mal welche. Und die sind auch nicht feierlich. Einer noch da hinten. Na, zwei waren es jetzt, das ist der letzte. Hm, das hier ist noch nicht aktiv, sieht aber aus, als könnte es irgendwann da noch was sein. Und die elektrischen Werwölfe. Ach, was haben wir sie vermisst? Und natürlich Kraftbotze, die einen dann auch noch ranziehen, wenn man es nicht gebrauchen kann. Ja, die sind sehr liebesbedürftig. Aber solange man keine Platzprobleme hat, ist kein... Ja, Nahkämpfer sind immer noch nicht das Problem. Das Problem sind wirklich so die... Alles, was aus der Ferne angreift. Ja. Schade, die Litfaßsäule hier kann ich nicht anklicken. Hätte wieder gerne neue Werbung gehört. Oh. Lass uns erstmal die eine Gruppe hier unten machen. Wieder nach links laufen. Da kommen auch, glaube ich, gleich noch Kraftprotze, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, ich wollte vor allem nicht die Wuppe von oben noch holen. Ja,
Ventil, ja. Nimm doch mal einen Trank. Da sind auf jeden Fall, habe ich gerade recht schon gesehen, viele von diesen Portalen. Also das sieht so vom Gefühl her, wird das nicht nur Deko sein. Ja, da bin ich dann mal gespannt, was da gleich passiert. Vermutlich nichts Gutes. Könnte auch so Energiewände sein, die sich ja da aufbauen. Versuch mal gerade hier zu kommen, hinter die Kanonen ja, zu kommen. Das sind ja einige Kanonen und dann auch noch diese ganzen Ornithopter. Ich bin erstmal mit den Ornithoptern, die da so direkt rumgeflogen sind, ein bisschen am Fliegen. Wegrennen. Ich versuche hier die Kanonen in der Zeit schon mal, damit sie nicht in deine Richtung schießen, noch zusätzlich. Ja, da dürfte ich eh weit aus der Reichweite sein. Ich muss auch gerade leider darauf warten, dass meine Katharina wiederbelebt wird. Manche sollten wir wahrscheinlich recht vorsichtig nach rechts vorwärts gehen, also da vielleicht von unten, oh ja, von unten da sind ganz viele elektrische Werwölfe. Ja, ich versuche mal einen hier hinzupullen. Also einen natürlich nicht, eine Gruppe. Einen wäre schön. Ja, das wäre schön, wenn sowas klappen würde. Da oben sind auch welche, aber hier sind Kraftprotze, dann machen wir doch zuerst einmal schnell die Kraftprotze. Auch die Frage, inwieweit wir die Werwölfe machen müssen. Das ist in der Tat eine gute Frage. Da hinten sind schon wieder die nächsten Kraftprotze. Ja, aber ich denke, bevor wir die angehen, wäre es auch mal wieder Zeit, einen kleinen Schnitt zu machen. Und es geht dann das nächste Mal nochmal im Industriehafen weiter. Allerdings nähern wir uns ja wirklich rapide dem Fragezeichen. Gott sei Dank. Bis dann. Bis dann.